Und damit willkommen zu Challenge Nummer 8, diesmal Ersteller Aslan LP. Und ja, mit dem wunderbar flauschig geschmeidigen Namen Streitkolbenschützen. Vielen Dank für den tollen Seitenhieb, da gewöhne ich mir an, den Begriff abzugewöhnen, ja. Und dann muss ich es anscheinend verwenden, also eine optionale Quest quasi in dieser Challenge ist, dass ich meine Streitkolbenkämpfer Streitkolbenschützen nenne. Und ja, das mache ich auch. Aber bevor wir zu den Regeln kommen, erstmal noch ein paar kleine Veränderungen. Ihr seht auf einmal, hey, das ist doch ein anderes Bild. Ja, dank Kevin Scheffel, der jetzt mal die Faces-Datei ein bisschen umgeändert hat und mir zugeschickt hat, ist jetzt mein Bild rein integriert. Ist das nicht wunderbar? Also mein YouTube-Pick. Das verleiht dem Ganzen endlich mal wieder ein bisschen Individualität und da ist nicht ständig dieses normale Standard 0815-Schild. Hat was. Und zum anderen dürftet ihr jetzt bestimmt schon gemerkt haben, meine Stimme hört sich irgendwie anders an. Ja, ich habe mir ein neues Mikrofon gekauft, ein sogar ziemlich teures Standmikrofon und ich möchte mal wirklich eure Meinung dazu wissen, weil das ist schon wirklich ein riesen Qualitätssprung eigentlich, aber als ich das jetzt mal getestet habe, habe ich bemerkt, ich weiß nicht, irgendwie hört sich meine Stimme so leicht hallend und seltsam an. Aber ja, im Prinzip ist es auf jeden Fall besser. Besser gesagt in der Theorie, aber ihr könnt mir mal sagen, ob euch das jetzt gefällt oder nicht. Wenn nicht, dann muss ich vielleicht noch gucken, ob ich daran irgendwie rumschrauben kann, aber sehr viel lässt sich da nicht machen, ist halt ein USB-Mikrofon. Von daher, also ich werde mal diese Aufnahme damit sprechen und ja, schreibt mir, ob es euch gefällt, ob ihr jetzt wirklich einen großen Unterschied merkt und dann werde ich das nämlich in Zukunft für alle anderen Projekte auch benutzen. Ich meine, da steckt viel Geld drin. Das ganze Set hat 150 Euro gekostet. Ja, das ist viel. Aber gut, ja, zur Karte, zum Aufbau. Mir wurde gesagt, ich soll mich in der Mitte positionieren. Eine richtige Mitte gibt's hier nicht, aber da mir gesagt wurde, ein Schwein direkt links von mir, rechts unten und über mir, nehme ich mal an, dass das hier gemeint ist. Und der Kalif links oben. Und jetzt kommt die Härte bei dieser Challenge. Wir dürfen nur Streitkolbenkämpfer ausbilden. Nur Streitkolbenkämpfer und Baumeister. Aber wir dürfen keine Ballisten bauen. Also ich nehme an, auch keine Feuerballisten. Und um den Ganzen noch die Krone aufzusetzen, dürfen wir keine Welle bauen. Also nichts aus Stein. Wir dürfen nichts aus Stein bauen, außer dem Ausbildungslager. Ist das nicht wunderbar? Und was Kaufen, Verkaufen angeht, wir dürfen keine Nahrung kaufen. Das war's eigentlich soweit mit den Regeln. Optionale Challenges sind halt, dass ich meine Streitkolbenkämpfer Streitkolbenschützen nenne. Dass alle Lords durch meinen Lord getötet werden, mit Vorschwächen versteht sich, sonst geht's ja nicht. Und am Schluss sollen wir 4 Konspeicher gefüllt haben, als optionale Quest halt. Und das ohne Nahrung kaufen. Ja, und ohne Nahrung kaufen wird sowieso lustig, weil da hinten, guckt euch das mal an. Wir haben so wenig Farmplatz und dann werden die Schweine wahrscheinlich die ganze Zeit nerven und wir haben ja nicht mal Fernkämpfer. Also ganz ehrlich, das ist extrem hart. Also das ist jetzt mit Abstand die härteste Challenge, die ich bekommen habe. Und ja, wir haben zwar einen leichten Computervorteil, aber bevor ich lange herumpalabere, probieren wir es einfach mal, wenn es schief geht. Oh nö, und dann ist es noch so blöd verändert. Naja, was soll's. Darf ich von Stadteinheiten auflösen? Stand da eigentlich nichts drin. Ich lasse mal die Stadteinheiten drauf. Also da stand jetzt nichts extra dazu. Ich lasse sie wirklich mal da. Ja. Lass mich doch in Ruhe. Pausen klauen. Ach ja, stimmt. Das kommt jetzt da oben. Och, verdammt. Und jetzt bauen die alles zu. Hallo? Leute. Und ich kann meinen Standardaufbau nicht richtig machen. Ich habe keine Ahnung. Wie ich jetzt vorgehen soll, am effektivsten. Auf jeden Fall viel Stein. Wir brauchen viel Produktion. Viel Geld für Streitkolbenschützen. Ja, ich sag's schon. Und wir dürfen keine Mauern bauen. Dementsprechend ist es doch scheißegal, wo wir fast unsere Gebäude platzieren. Ja, wunderbar. No Wash Timer gibt's nicht und eventuell müssen wir wahrscheinlich schon fast Washes machen, dass das alles funktioniert. Obwohl, ich glaube, wenn wir die Streitkolbenschützen effektiv einsetzen, jetzt muss ich schon jedes Mal lachen, wenn ich das sage, dann
dürfte das auch funktionieren. Machen wir mal die ersten Günthers. Hey, das war jetzt nur ein Synonym. Nein, ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ihr verfluchten Häuser, ihr treibt mich noch in den Wahnsinn. Aber hey, durch diese Kameraperspektive hier, schaffe ich es, die Häuser zu bauen, ohne dass die Frauen im Weg stehen. Ich bin begeistert. Ja, super. Palim, palim, das Holz geht aus. Alter, Schweine, lasst mir doch mal ein bisschen was. Ihr könnt das nicht dort platzieren, na, mein Lord. Wartet, ihr Schlingel. Da ist er gleich da oben, aber das soll mir scheißegal sein. Ja, Herr. Also ich habe die auch mal, das stand jetzt nicht direkt da, dass die verbündet gegen mich sind. Da steht du gegen 4 Schweine und einen Kalif. Ja, Herr. Aber ich gehe mal stark davon aus. Also, meine lieben Streitkolbenschützen kümmern sich jetzt um die Farmen. Ja, ein paar andere gehen dahin. Ich muss die jetzt echt hier auf Patrouille bzw. Abwehrhaltung? Ich glaube, Abwehrhaltung ist das Beste. Und schauen, dass sie das verteidigen gegen Sklaven etc. Wohin gehen wir? Allzeit bereit. Also, wie gesagt, ich sag's nochmal, was die Stadteinheiten angeht. Ja, jetzt habe ich halt zwar Bogenschützen, aber wirklich, wenn ihr wollt, dass ich die Stadteinheiten auflöse, wenn das dazu zählt, dann schreibt das bitte dazu. Die sind so gut wie Toplinerfutter. Weil das ist halt wirklich so eine Sache, weil es gehört mit zu Sachen, die ich für selbstverständlich halte, dass die Stadteinheiten bleiben. So. Moment kurz, ich habe mir eben kurz was drüber gezogen. Ich spiele ja ansonsten immer nackt, ne? Nein, aber es ist jetzt gerade ziemlich kalt. Winter is coming. Was? Was? Ja, genau. Mit Kackkatapulten. Mit Kackapulten. Kackapulto. Eure Beliebtheit steigt. Ach Gott, ja. Wie soll ich denn? Manchmal hilft nur Muskelkraft. Ja, auf der einen Seite wäre Getreidefarm klasse, aber auf der anderen Seite die ganze Infrastruktur drumherum aufzubauen. Ich mache lieber später Getreidefarm, wenn alles andere. Die Bäume! Die Bäume! Die sind so gut wie tot. Es ist nicht zu fassen, die Bäume! Die Bäume machen mich fertig. Ja, aber was hier auf jeden Fall... Was mir jetzt fehlt, sind auf jeden Fall Fernkämpfer. Ich fühle mich einfach so ungeschützt. Keine Mauern, keine Fernkämpfer. Was gibt's? Ich habe nur meine Streitkolbenschützen. Wenn die ja wenigstens ein bisschen Reichweite hätten. Hör auf zu schießen. Aber guckt euch mal an, wie wenig. Das könnten wir waschen. Es gibt keinen No-Wash-Timer. Diese Kackhütten. Bis die Hütten hier weg sind, ist alles schon mit Bäumen überwuchert und ich kann nichts mehr bauen. Ihr perversen Schweine. Wie soll das gehen? Also kann es sein, dass hier. Kann es sein, dass durch diese blöden Hütten jetzt die Grünflächen weg sind? Ja gut, hier kann ich noch ein bisschen was bauen. Ich mache jetzt erstmal wirklich ein paar Apfelfarmen. Für den Anfang ist das ein guter Start. Für einen guten Start in den Tag. Und mehr Holzfäller, um Gottes Willen. Ja, Nahrung darf ich nicht kaufen. Das heißt, jetzt habe ich ein kleines Problem. Wir machen mal das hier. Halbe Ration. Und was machen wir zum Gegenzug? Kathedralenkirchen dürfte ich bauen. Hopfen. Hopfen dürfte ich doch auch machen. Ja, dann mache ich hier einen Hopfenfarm noch und schaue, dass ich doch noch Bier herstelle. Weil ansonsten wird es echt happig. Aber in der Zwischenzeit schaue ich, dass ich jetzt schenke. Ja, schenken kommt später noch. Aber ich meine, dass ich jetzt hier den Leuten Geld gebe. Ich zahle meinen Bürgern Schutzgeld. Ich bin in einer so grausamen Welt. 2, 3. Wir haben nicht genügend Holz, my Lord. Schnauze. Der Gentleman von heute sagt doch immer, was er denkt. Ihr habt nicht genügend Güter. Noch ein paar mehr. Wir haben ja gerade mal eine Eisenfarm. Wenn man es mal so ausdrücken will. Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, was jetzt dieses Standmikrofon angeht. Ich habe es mir fast schlimmer vorgestellt. Ich war jetzt lange gegen Standmikrofone, weil ich mir dachte, dass ich nicht starr stumpf in irgendein Mikro reinsprechen will, sondern lieber diese Kopffreiheit mit dem Headset hab. Aber ich muss sagen, jetzt wo ich's hab, das ist
effektiv genug, dieses Mikro, dass ich es nicht direkt vor meinem Mund haben muss. Also es steht so ein bisschen neben mir. Es ist eigentlich sogar besser so, weil ich habe es jetzt eine lange Zeit getestet mit dem Sound. Und es ist tatsächlich so, dass wenn ich das direkt vor mir habe, dann hört sich es noch ein bisschen komischer an. Noch seltsamer. Dementsprechend, wenn es jetzt so ein bisschen neben mir ist, ich muss nicht mal direkt reinsprechen. Ich habe es jetzt irgendwo nebendran sprechen und rede einfach ganz normal. Aber gut, ich habe mein Headset halt noch auf für den Sound. Aber das Mikro eben nicht runtergeklappt. Aber ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Weil man hört sich ja selbst sowieso immer anders, als es dann wirklich ist. Und dementsprechend kann ich das jetzt echt schwer einschätzen. Ich war mal kurz mit Carbolator MTS und er hat mir gesagt, dass es eigentlich okay ist. Und deswegen dachte ich mir, ja gut. Ja, Herr. Es werden Waffen ist es wohl nur meine Meinung. Manchmal hilft nur Streitkolbenschützen, ihr kommt bitte darüber. Was fällt euch eigentlich ein, ihr Schlingel? Ich glaube, wir könnten wirklich mal langsam in den Angriff übergehen, ansonsten haben wir nämlich bald ein Problem. Aber wir könnten doch schon erstes Hopfen bauen. Ja, natürlich. Wir könnten erstes Hopfen bauen. Machen wir eigentlich schon. Wir könnten erstes Hopfen kaufen. Für das erste Bier, das jetzt endlich mal losgeht. Die Sauferei hier. Wie soll ich denn ohne Saufereien überleben? Das ist grausam. Wir dürfen ja nicht mal kleine Wälle bauen. Und wenn es wenigstens Holzpalisaden hier gäbe, aber die gibt es ja auch nicht. Könnte alles mit Häusern zubauen, einmal außenrum. Warcraft lässt grüßen. Irgendwie diese Gehöft-Barrikaden. Da passt auch noch was hin. Ah, aber nur die Käsefarm, oder? Alles andere ist zu groß. Nein, das passt. Boah, geil, geil. Eine Farm mehr. Ja, endlich. Ach nee, da. Hä? Hopfenfarm. Ach so. Ach, das ist ja so aufgebaut. Ich bin es gar nicht gewohnt, aus dieser Perspektive zu spielen. Das macht mich fertig. Die Stimmen, sie verfolgen mich Tag und Nacht. Ihr habt nicht genügend Güter. Ja, wunderbar. Ich glaube wirklich, dass wir das auf kurz oder lang... Was gibt's? Ich stehe einfach mal vor seinem Haus. Okay, kümmern wir uns mal ums erste Schwein hier, oder? Komm, nehmen wir mal die ersten Streitkolbenschützen. Und sagen Hallo. Ich sehe es schon kommen. Wie die ersten Kommentare dann drin sind im Video. Das heißt doch gar nicht Streitkolbenschützen. Leute, bitte hört zu. So ist die Challenge. Ich kann da nichts für. Ihr habt nicht genügend Güter. Letztens gab es ja echt jemanden, der gemeckert hat, weil ich die Kamele abgeschossen habe. Da musste ich auch anfangs lachen. Ja, Herr. Das ist ein Spiel. Das ist keine Tierquälungssimulation. Das Schwein wittert ja, Gefahr. Mein Freund. Womit kann ich dienen? Die lassen wir einfach rum. Aber ja, ich meine, wenn da mal Kamele im Weg stehen... Ja, wir haben ganz ehrlich, da habe ich jetzt nicht große Schutzgefühle. Schuldgefühle. Ich bin auch ein sehr was großer Tierfreund. Ich habe ja auch selbst einen Hund zu Hause. Ja, Yorkshire Terrier. So und ich bin auch sehr großer Tierfreund. Und ich würde Tieren, egal was für welche, niemals irgendwas tun. Bewegt aber das hier ist einfach ein Spiel. Und wenn sie im Weg stehen, wird da drauf geschossen. Ich meine, ich erschieße ja in echt auch keine Menschen. Es ist... Und ganz ehrlich, in einem Spiel fällt es mir sogar wirklich schwerer, Hunde zu erschießen als Menschen. Zumindest wenn da Kampfhunde dabei sind. Gut, jetzt in zum Beispiel Seven Days to Die mit Zombie-Hunden. Das ist wieder was anderes. Das sind ja quasi hirntote Hunde. Das sind wie Zombies. Das zählt eine eigene Rubrik. Ja, Bier. Bier. Dann machen wir das so. Dann kämen wir sogar ohne Nahrung zurecht. Unsere vier müsst ihr doch... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Leute, Leute. Leute, Leute. Seid ihr des Wahnsinns? Nein. Fick dich, Kalif. Fick dich, Kalif. Fick dich. Ich hasse dich. So viel zur Defensivhaltung. Die bringt einen Scheiß, bringt die. Ja, aber wenn ihr rechtzeitig kommt, dann könnt ihr das vielleicht sogar verhindern. Was gibt's? Na, du kommst auch noch weg. Die müssen wir auf aggressiv stellen. Scheiße, 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 scheiße. Nicht übergreifen, Feuer. Bitte sei so nett, bitte sei so nett. Bitte, 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 bitte. Ich mach mal Brunnen hin. Einzelne Brunnen dürften reichen. Vier. Manchmal hilft nur aggressiv, ich verstehe. Scheiße. Die haben sich schon durchgeschlagen. Doof. Das wollte ich eigentlich noch nicht.